Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch alle Neuigkeiten des 14.2 Updates zeigen. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Und schaut natürlich auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und dann zeige ich euch erstmal die ganzen Sachen. Als erstes eine Sache, die jetzt heute Morgen, glaube ich, in den Shop neu reingekommen ist, ist das neue Corrupted Legends Paket. Und dort bekommt man eben halt einmal diese drei Skins und die kann man dann eben halt einmal einstellen. Zwischen einem ganz korrupten Stil und eben halt einem ganz weißen Stil. 15,99 das Ganze, eben halt Standardpreis dafür. Eine weitere Sache, die wir jetzt auch noch erhalten werden, die jetzt allerdings auch noch nicht drin ist, ist das Geburtstagsupdate von Fortnite. Die ganzen Items, die wir da immer kostenlos bekommen können, werden dann wahrscheinlich so um das Wochenende herum irgendwann released werden. Vielleicht morgen oder so, mal schauen, wann das Ganze reinkommt. Vielleicht werden wir dort auch wieder ein paar Challenges erhalten. Wahrscheinlich den Geburtstagskuchen zum dreijährigen Jubiläum von Fortnite. Das Ganze wurde jetzt gesplittet. Die vorherigen Jahre war es ja eigentlich immer so, dass der Battle Royale und Rette die Welt Modus immer sozusagen zusammen Geburtstag hatten, obwohl es ja eigentlich so ist, dass der Battle Royale Modus deutlich später erst seinen Geburtstag hatte. Und das findet, glaube ich, jetzt immer halt irgendwann so an diesem Wochenende statt. Müsste irgendwie so 27.09. oder sein. Irgendwas in dem Dreh. Und dann werden wir da auf jeden Fall ein paar kostenlose Items bekommen. Außerdem werden wir demnächst ja auch noch die Rocket League Kooperation erhalten. Müsste so innerhalb der nächsten zwei Wochen reinkommen. Dort werden wir auch ordentlich neue kostenlose Items bekommen können, sowohl natürlich in Rocket League als auch in Fortnite selbst drin. Unter anderem ist dort auch schon die erste Neuigkeit auf der Fortnite-Map. Eine weitere neue Sache ist übrigens auch, dass auf der PS4 jetzt tatsächlich wieder der Replay-Mode verfügbar ist. Das heißt, ihr könnt dort auch wieder Replays aufnehmen und euch das Ganze dann anschauen, weil er, glaube ich, seit Season 8 oder so irgendwie deaktiviert. Und da vorne sieht man auf jeden Fall schon mal wahrscheinlich eine Challenge, die wir dann beim Rocket League-Event haben werden. Und hier sehen wir eben halt einmal so eine Rampe, die man normalerweise mit einem Auto fahren kann, und ich glaube nicht, dass das für eine normale Challenge-Woche einfach ist, sondern das wird eben halt ziemlich safe für die Rocket League Challenges sein, wo wir dann kostenlose Items bekommen können. Wie ich es ja schon angesprochen hatte, gibt es nämlich einen neuen Held. Das Ganze befindet sich hier in einem Weeping Woods. Ich glaube, der kann auch ziemlich quer verteilt jetzt hier spawnen. Ich hatte ihn persönlich zwar erst zweimal hier an dieser Position nördlich des Hauses gesehen. Es soll ihn allerdings auch hier an dieser Seite geben, manchmal auch unten an der Brücke geben. Schreibt mir da gerne mal eure Fundorte in die Kommentare. Allerdings ist das Ganze natürlich auch nicht für Arena-Modis und Tournament-Modis verfügbar. Generell glaube ich, dass auch alle Fähigkeiten, alle Items, die jetzt in der letzten Woche reingekommen sind, beziehungsweise mit dem letzten Update reingekommen sind, so etwas wie die ganzen Ironman-Items, ich glaube, das ist tatsächlich immer noch nicht in den Arena-Modis drin. Dementsprechend ein relativ getrennter Loot-Pool und finde ich auf jeden Fall ganz nice, dass das Ganze nicht rauskommt. Und der neue Held, den wir jetzt bekommen können, ist tatsächlich Wolverine. Da vorne sehen wir ihn auch schon direkt. Ursprünglich war er tatsächlich auch mal dort oben drin in diesem Trusk Industries Truck. Der ist jetzt auch aufgebrochen, falls ihr nicht mitbekommen habt. Und von dort aus ist er im Prinzip jetzt nach hier geflohen. Wie auch schon bei allen anderen Bossen ist das tatsächlich dieser Season alles andere als leicht, ihn zu killen. Denn auch er hat natürlich seine eigenen Spezialfähigkeiten. Und ich werde das Ganze jetzt mal auf jeden Fall versuchen. Besten ist natürlich immer direkt zu Beginn mit einem schönen Laser. Er hat zwei verschiedene Fähigkeiten. Einmal diese Fähigkeit. Und dann kann er eben halt nochmal so einfach mit seinen Krallen mich versuchen zu attacken, und dann kann er noch einen Sprung ausführen. Dementsprechend ist es auf jeden Fall relativ schwierig, den zu killen. Sollte man auf jeden Fall eher auf Range machen. Auf Close Range hat man da kaum Chancen, weil er, wie gesagt, extrem stark ist. Zusätzlich ist er auch noch eine besondere Fähigkeit von Wolverine tatsächlich, dass er sich heilen kann. Dementsprechend ist es auch nicht so entspannt, wenn man mal wieder weggeht und versucht, sich zu heilen. Denn dann kann er natürlich wieder neue Leben sammeln, und so wird das Ganze dann natürlich auch insgesamt nicht leichter gemacht. Tatsächlich ist Wolverine auch sehr, sehr schnell. Dementsprechend kann er euch auch wirklich schnell abhauen. Aber er hat auch wieder unglaublich viele Leben, und ohne Bauen kommt man da, glaube ich, wirklich gar nicht voran. Das ist schon wirklich eine Hausnummer, den zu killen. Allerdings hat man dann natürlich auch später seine Fähigkeiten, wie zum Beispiel, dass man schneller laufen kann und so. Und damit hat man natürlich gute Chancen, dann auch die Runde zu gewinnen. Wie gesagt, ist allerdings natürlich nicht in Arena-Modus und so verfügbar. Jetzt haben wir das Ganze, ist tatsächlich auch nur ein Item. Mit Linksklick können wir hier einmal diesen Spin-Splash machen. Das geht allerdings nur, wenn man in der Luft ist. Muss ich logischerweise auch wieder kurz aufladen. Dann, wenn wir Space einmal drücken, dann kann man diesen Sprung machen. Und mit rechts kann man dann einmal das hier machen. Damit kann man, glaube ich, aber sogar auch den ganzen dodgen. Und natürlich, wenn man einfach so auf dem Boden ist, dann kann man auch diese Attacke
Attacke machen. Also man hat wirklich sehr, sehr viele Fähigkeiten, die man machen kann. Und ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Fähigkeit. Falls es irgendwann mal in Arena reinkommen sollte, hoffe ich auf jeden Fall, dass es genervt wird, denn hier ist es auf jeden Fall viel zu overpowered. Man sieht auf jeden Fall auch, dass man etwas schneller damit ist. Ist natürlich auch ganz praktisch, um sich fortzubewegen. Und denke ich mal, kann man auf jeden Fall, wenn man im Normal Game versucht, einen High Kill Run zu machen, immer sehr, sehr gut benutzen. Man braucht allerdings immer noch wirklich guten Loot, um das Ganze sammeln zu können. Eine weitere neue Sache gibt es jetzt auch bei den Fischen. Ich hatte jetzt versucht, den neuen Fisch zu bekommen, und zwar ist es der neue Midas-Fisch. Der soll tatsächlich euer ganzes Loadout in legendär verwandeln. Trotzdem könnt ihr es ja vielleicht hier schon sehen. Ich habe versucht, jetzt einmal ganz Slurpy Swamp auszufischen, und ich habe tatsächlich nicht geschafft, den Midas-Flopper zu finden. Der soll, glaube ich, mit einer Chance von 1% oder so spawnen. Ich glaube, ich habe ja aber tatsächlich jetzt schon mehr als 100 Fische gesammelt. Ihr könnt es hinten sehen. Hier liegt wirklich so extrem viel Loot rum. Ich hatte auch alle anderen Waffen schon vorher gefunden. Also im Prinzip ist es wirklich ein irrelevanter Flopper. Natürlich, wenn man ihn findet, ist ganz geil. Ansonsten aber natürlich nicht. Ihr müsst dann einfach nur einmal nehmen. Im Prinzip wie jeden anderen Flopper. Und dann wird eben halt euer ganzes Loadout in legendär verwandelt. Und ist, glaube ich, zurzeit auch erstmal nur in den normalen Modus drin. Das heißt, in Arena wird man ihn weiterhin auch nicht finden können. Es soll auch noch eine weitere Fähigkeit hier in diesen Boxen drin geben. Ich glaube, ich werde jetzt leider hier jetzt nicht drin finden können. Genau. Und die Fähigkeit ist eigentlich jetzt nicht wirklich das Besondere. Man dreht sich im Prinzip in der Luft herum, also ähnlich wie hierbei, und erzeugt dann im Prinzip so einen kleinen Wirbelwind und katapultiert alle Gegner, die um einen herum sind, weg. Ist jetzt nicht super krasses. Das letzte, was da noch neu ist, ist dieses Gebäude hier neben Holly Hatches. Das wird wahrscheinlich das Gebäude sein, wo dann die ganzen Halloween-Items hier für die Karte verteilt werden. Das war ja in letzter Zeit eigentlich immer meistens in Retail Road dieses Gebäude, und diesmal wird es wahrscheinlich eben mal dieses neue Gebäude sein. Das wird dann über die nächsten Wochen fertig gebaut, und irgendwann werden wir hier dann ganz viel Halloween-Ausrüstung bekommen können, damit sich immer die ganzen Städte damit ausrüsten können. Wie gesagt, wird wahrscheinlich so 2 Updates dauern, bis es fertig ausgerüstet ist, denn lange ist es nun mal auch hier bis Halloween hin. Und das waren dann, wie gesagt, alle neuen Neuigkeiten jetzt in diesem Update. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen, und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.